Und herzlich willkommen zu der ersten Folge Mein Flame Out hier heute auf dem Kanal mit mir, dem Herrn Sofort und dem King Jorge Manuel. Sieht ihn jetzt hier? Hallo. Es geht auf jeden Fall los mit dem Projekt. Ich blende direkt am Anfang mal den Seed ein. Oh, das ist sogar. Was ist das für ein Seed? LOL. LOL. Okay. Also, das ist dann der Seed. Muss mal kurz mich mute. So, da bin ich auch schon wieder. So, wir fangen mal direkt an. Es wird jetzt losgehen. Wir haben halt die Regel, wir dürfen das andere Haus nicht zerstören, abfackeln, sonst was. Natürlich hier und da mal trollen, das geht klar. Wir spielen hier übrigens mit der Morph-Mod. Können wir die Difficulty wieder hochsetzen. Spielen hier mit der Morph-Mod, können uns alle Wesen, alle sämtlichen Wesen hier verwandeln. In Schaf, ja. Auf jeden Fall werden da noch Mods dazukommen, weil das kann. Gell, King Jorge Manuel, das kann doch nicht sein, dass hier. Boah, das kann doch nicht sein, dass hier nur die Morph-Mod drauf ist, hier in dem Projekt, ja. Das mit dem das Community-Projekt, das kommt natürlich auch bald. Aber da müsste ich auf jeden Fall erstmal ein paar Leute zusammensammeln, die da auf jeden Fall mitmachen wollen, also so 5, 6 Stück oder 7. Und ja, dann fangen wir das Projekt halt an, sag euch dann auch die Aufnahmezeit. Und ja, ich bin schon direkt hier im Dorf. Und ja, was machen wir? Oh, nehmen wir gleich mal jedes Essen mit. Ja, nimm mal das Essen mit, ich töte hier ein paar Schweine. Dann kriege ich auch Essen. Ist hier irgendwo eine Schmiede? Nö. Bauen wir die Hause nebeneinander? Nee. Wir haben ja 2 Inseln. Ich habe ja extra eine Map rausgesucht, wo 2 Inseln drauf sind. Ja. Wow. Leck das. Wow. Komm. Niemals. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Fleisch. Ich gehe direkt mal zu der Stelle. Warte mal, ich muss kurz gucken. Koordinaten. Okay, ich sehe mal die Koordinaten. Kommst du kurz mit? Warte mal, ich brauche mal kurz einen Villager. Achso, ja, okay. Ich nehme auch mal ein bisschen Weizen mit. Kann ja auch nicht schaden. Ja, gut, das Villager. Ach, gut. Ich nehme mal ein paar Potatoes mit. Die Version ist die 1.7.10. Wir haben einfach keine Lust auf die 1.8 abzugraden. Sonst müssten wir nämlich alle unsere Mods, die wir jetzt schon haben. Und wir haben, wie viele Mods haben wir zusammen? Keine Ahnung. Mehr. Jetzt endlich. Und ja, also ich würde dann mal sagen, wir gehen direkt mal zu der Stelle, wo wir jetzt eigentlich hin wollten, direkt. Wohin oder soll ich mitlaufen? Ja, lauf mit. Dann weißt du auch gleich, wo wir sind. Wo bist du? Ach, da unten. Ich sehe dich. So. Ja, es ist halt so, wir haben keinen Bock auf die 1.8 oder 1.9. Abzugraden, es wird natürlich im nächsten Projekt der Fall sein, dass wir auf die 1.8 oder 1.9 übertreten. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Minecraft 1.7.10. Ja. Gell? Jede 4 Folgen kommt ein neuer Mod dazu, einer oder 2. Das müssen wir halt gucken. Und jetzt gucken wir direkt mal, wer auf welche Insel geht, weil wir haben hier. Oh, Lucky Block. Nein! Meiner. Let's keep going. Oh, bitte, Lucky. Aber wir haben Lucky Block nicht drin. Ach man! Jetzt müssen wir erstmal ein paar Folgen warten, bis wir die Lucky Blockport hinzufügen. Ja, er geht schon hier rüber. Ich bin hier auf so einem Berg. Hm. Ja. Oh, ich habe eine Kartoffel für dich, wenn du die haben willst. Ich habe 38. Ja, und ich habe eine Potato, die passt da gar nicht zu meinen rein. Oh, so eine Gifte. Okay. So. Essen. Gucken wir direkt mal, die Folgen werden so 15 bis 20 Minuten. Weil es macht halt richtig Bock, mit Mods hier rumzuspielen, ne? Vor allem, wenn dann auch noch die Security Craft Mod bis hin zur Stealth Blocks Mod. Oh, was haben wir denn noch alles geplant? Lucky Block auf jeden Fall. Kano's Wonderful Ones. Ja, Kano's Wonderful Ones auf jeden Fall. Was kommt da noch alles? Was kommt da denn noch alles? Ich will jetzt gar nicht wissen, was hier alles noch kommt.
Du auch nicht, oder? Nö. So, was? Ey, warte mal, ich kenne gerade keine Mods. Warte mal, ich guck mal so ein bisschen nach hier. Okay, Adventure Backpack Mod, so die Water Gun Mod auf jeden Fall. Die ist also diese Weapon Mod, ne? Und die Weapon Case Mod natürlich auch. Das ist auch eigentlich ganz geil. Die findet man in Dungeons und ja. Aber wahrscheinlich werden die bei uns nicht nachgespawnt, also holen wir uns dann einfach ein paar von denen. Weil ich hab dir gerade eine Nachricht geschrieben. Kannst du dir jetzt einfach so mit Ja oder Nein beantworten? Ja, okay. Ja, man hört dich. Ja. Okay. Weil, ja, jetzt geht's ja gerade, jetzt ist bei dir keiner zu Hause. Muss ich jetzt darüber? Ja, ich glaube, ich gehe darüber. Ich hole mir erstmal ein Schwert, ne? Ja, ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal ein Squeez. Ein Squeez? Okay. Oh, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal darüber, irgendwie. Oh, wo bist du? Ich baue hier drüben, aber wir sollten auch schöne Häuser bauen, okay? Wir holen uns... Mist, wir haben es vergessen, die Häuser zu holen, die wir bauen wollten. Ups, ich habe keine Vorlage hier. Wir müssen keine Vorlage. Okay. Wir gucken mal. Ich werde einfach erstmal anfangen mit einem kleinen Haus. Mit einem Erdhaus. Dann kann ich mich ja immer weiter hochbauen. Wieso? LOL! Alles klar. Was ist alles klar, Mann? Gar nichts. Ja, nö, gar nicht, ne? Mist! Ach Gott, ich hab vergessen. Oh ja, für die ersten Folgen muss das jetzt erstmal geschehen. Weil wir müssen erstmal die Open Blocks Mod, glaube ich, heißt die. Ja, Open Block Mod. Die müssen wir erstmal hinzufügen, weil, Gräber, genau. Weil sonst. Du holst einfach Gräberplanet. Ja, ich habe nämlich jetzt gerade eben die, also dass wir Keep Inventory anhaben, ne? Weil für die ersten Folgen muss es auf jeden Fall sein, weil wir haben nämlich keine Grabsteine und dann liegen unsere Sachen. Bei der nächsten Folge müssen wir das schon reinnehmen. Ja, auf jeden Fall müssen wir das bei der nächsten Folge schon reinnehmen, ja. Aber der Rest, der kommt dann eher so. Oh, so 3 bis 4 Folgen später wird dann. Woo! Was? Nein, nicht verbrennen, nicht verbrennen. Ja. Hast du überlebt? Ja. Nein, das gibt's nicht. Ich hab einen Flederlappen. Oh nein! What? Spinne! Oh, hier hinten dran ist auch noch ein Skelett, hier wird Ey. Ich gehe einfach mal schon in die Höhle. Ist das euer Ernst jetzt? Ich krieg hier die ganze Zeit Probleme mit so blöden Skeletten. Will ich irgendwo. Ja, ich habe Pfeile dabei. Oh! Creeper! Ah, Zombie Creeper! Spinne! Skelett! Skelett, Spinne! Zombie tot. Wurde von einem Skelett erschlagen. Oh, jetzt mal nicht hier! Soll ich hier dein Spawnplatz ist bei mir? Nein, kannst du gar nicht. So. Ich kann aber ein Seed eigentlich. Also ich kann machen, dass ich den Seed sehe. Also. Ja. Ein Seed kannst du gerne reinblenden lassen. Ich habe ihn schon eingeblendet. Im Video. Och, als ob die Scheißkuh die ganze Zeit wegrennt. Nein, Kuh. Nein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich will nicht mal die Scheißkuh. Nicht so schimpfwörtlich jetzt. Ruhig. So. Oh, jetzt falle ich erstmal ins Wasser. Oh, da ist ein Squid. Boah, warum benutze ich die Fledermaus nicht? Man muss ja erstmal umgewöhnen, weil man hat jetzt die ganze Zeit mit Plugins gespielt und nicht mit Mods, ne? Das ist echt. Ach nee, ja. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen umstellen. Alter. Hier geht's runter, aber ich brauche. Oh, was wollte ich denn jetzt? Bauen. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Spitzhacke. Brauche ich nicht. Ich
Hab ja schon eine. Ich gehe einfach mal hier in den Berg rein. Also ich einfach mal ein bisschen Stein farme für den Ofen. Jetzt wollen wir mal schauen. Ah ja, da ist ein Stein. Da ein bisschen noch ein Stein. Das geht auf jeden Fall. Ist der Trick? Was? Jetzt. So. Wie viel Stein haben wir denn? 9 Stein. Problem, ich habe schon 10 Eisen. Was? Woher? Cheater! Bist du in eine Schlucht gegangen oder wie? Ja. Ernsthaft? Ich bin jetzt in der Höhle. Okay, ich flieg auch mal in eine Höhle. Es wird schon Nacht. Ich habe noch kein Haus, ich habe noch gar nichts. Die Dungeons gibt's ja auch noch nicht, ne? Müssen wir erstmal die Inventory Pets mal hinzufügen. Stimmt. Also die Luft Dungeons, jetzt nicht die die Ground Dungeons, sondern die Air Dungeons. Ach so, die Slime Testing Mod muss auch noch dazu. Das ist ja, die muss safe dazu. Ja, die ist auf jeden Fall wichtig für uns beide. Oh. Ja, das glaube ich auch, dass die wichtig ist. LOL. Ach Mann, hast du schon ein Bett? Nein, aber ich hab den Spawnpoint nicht gesetzt. Ah, naja, ich weiß, wo es ist. What? Hey, ich kenne die Map so ein bisschen, weil ich mal kurz mit Creative Mode drüber geflogen bin, um zu schauen, wo es eine gescheite Stelle gibt. Ey, wo wir jetzt auch bauen, die haben wir jetzt. Ey, das ist echt schlimm hier. Was ist hier? Ich sehe 0. Hey, ist meine Helligkeit überhaupt noch? Oh, ja, ist er. Ja, nice. Warte mal, ich mach dann gleich mal den Schneider. Jetzt nichts. Toll! Geile Schlucht. Da drüben war aber auch noch ein Eingang. Ich habe keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach nach oben. Oh. Au! Naja, haben wir hier irgendwo Eisen. So hier Eisen war. Wo ist es denn? Ich habe keine Fackel. Ich sollte mir mal ein paar Fackeln craft. 8 Stück. Ich sehe 0. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger als ich. Das ist halt für euch ein bisschen blöde. Ach man, wo ist denn Eisen? Komm ich da nicht in die Silber? Weiß jetzt nicht, dass. Au! Was in die Lava reingeflogen, dann wäre das aber echt daumen gewesen. Naja, da ist auf jeden Fall ein Chicken. Ah, oh ja, die Mod, Chickens Mod! Oh ne, die gibt's dann ja auch. Scheiße. Die muss auch noch mit rein. Als ob sie. Als. Alles klar, ey. Ich merke jetzt schon, das wird lustig. Das Projekt wird cool. Gell? Ja. Ernsthaft? Ja. Als ob. Oh, Skeleton. Nein. Komm. Stirb. Oh, Alter, die Welt backt einfach. Stirb. Ich hab bei Skeleton. Ein Eck. Ich hab ein Eck. Scheiß. Ich hab ein Eck. Kommt da. Nein, da kam nicht mal ein Chicken raus. Mann. Muss ich langlaufen? Ich tippe. Soll ich mal zu mir tippen? Ja, mach mal. Dann gebe ich dir mal die Anweisung. Tipp. TP. Na toll. Blöp. So, sollte eigentlich passen. So. Da kannst du jetzt mal deinen Spawnpoint setzen. Spawnpoint King Jorge Manuel. Oh, Alter, das packt so hart. Wo bin ich denn? Wie kann man nur sterben, wenn sie die ganze Zeit nur rumbackt? Oh ja. Alter, man sieht null. Ich weiß, es ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt einfach mal Tag gemacht, weil ganz ehrlich, wenn du da drüben Probleme hast, dann muss man ja wohl Tag machen, wenn du nicht siehst. Ich nehme mal ein bisschen Cobblestone. Dann kann ich auch ein bisschen was Kartoffeln braten. Oder ich nehme erstmal ein bisschen Eisen. Ja, die Folge geht jetzt schon 15 Minuten. Jo, das geht schnell vorbei, ne? Hättest du jetzt schon gedacht, dass wir schon so lang dran sind? Nein, ich hab nicht gedacht. Ich glaube, sofort hängen wir dann einfach gleich noch eine Folge dran.
Ja, total. Erst in der Schule heute so, ja, lass die Folgen 15 Minuten machen und jetzt 20 Minuten. Lava, nö, Skelett. Nein, ich mag dich killen und du nicht mich. Nein. Ah, der Creeper. Oh, als ob. Mich. Das ist echt los. Bist du da gespawnt? Wurdest du da gespawnt? Nein, wurde ich nicht. Warte. Ich will jetzt sagen, wo du meinen Spawnpoint gesetzt hast. Warte, Stick. So, jetzt sollte das eigentlich passen. Und jetzt, warte mal, jetzt gebe ich dir erstmal. Ich habe jetzt gerade mein Crafting Table dahinter gesetzt. Achso, du hast da hinten ein Spawnpoint. Okay, dann ist auch okay. Ist auch nicht schön. Ah ja, okay, du hast hier irgendwo dein Spawnpoint. Ja, auf jeden Fall kannst du hier die ganze Inselbreite nutzen. Da habe ich kein Problem mit. Ich bin ja da drüben. Ja. Wo ist jetzt mein Crafting Table? Ach, da liegt ein Apfel rum. Wo ist mein Crafting Table? Da liegt ein Apfel rum. I am a pig. Wo ist jetzt mein Crafting Table? So, ich hab. Ach, da wieder, ja. Wer ich? Der Crafting Table. Okay. Ich hole mir mal ein bisschen Holz, weil ich muss erstmal hier ein bisschen. Wir brauchen auch dann. Wir müssen auch Schafe holen. Zumindest ich muss Schafe holen. Echt? Ja, für Wolle. Mein Haus. Ich hab schon Wolle. Toll! Wie viele Blöcke? 2? 3. Toll! Daraus kann man ein Riesenhaus bauen. Ein Riesenhaus kann man daraus bauen. Ich kann wenigstens ein Bett machen. Ja. Bett. Machen wir mal. Bisschen was an Holz. Das ist auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall. Das macht richtig Bock, Mann. Wenn ihr auf jeden Fall auch mal bei uns mit einem Mod spielen wollt, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei meinem Ankündigungsvideo vorbei, wo ich das Community-Projekt angekündigt habe. Ja. So, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier haben. Ich habe kein Eisen mehr, aber ich habe jetzt schon mal wenigstens eine Kiste. Ich habe keine Security Craft mehr drin, ich habe nicht Not enough Items. Das ist mal wieder, ich bin total vorbereitet wieder. Wir dachten uns so, ja, kann man doch mal eine Folge oder wenn es klappt, das kann ich nicht immer versprechen, weil von der Zeit her ist ein bisschen schwierig, dass wir vielleicht 2 Folgen, vielleicht auch nur eine Folge rausbringen. Das müssen wir mal schauen, wie der King Jorge Manuel Zeit hat. Naja, okay. Also gucken wir auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall richtig Bock. Ja. Na? Ja, sofort hängen wir doch einfach gleich das nächste Video hinten dran. Oh, dann haben wir 2 Folgen für die Woche. Wie sieht's denn eigentlich gerade bei dir aus? Wo bist denn du überhaupt gerade? Gerade am Eier sammeln. Du weißt ja, meine Eier, die müssen gesammelt werden. Wo bist du eigentlich? Oh ja, wir brauchen die. Ach ja, wir brauchen die Pokéball-Mod. Echt? Ja! Ach, stimmt ja, für unsere eigenen Ichs, dass ich dich fangen kann, stimmt. Oh komm. Hä, geht das überhaupt? Habe ich noch nie ausprobiert. Ich kann dich mit einem Pokéball fangen. Ernsthaft? Ja, dann habe ich dich in kleinen Format in Pokéball. Es ist so, ja. Ey! Nee, geht nicht. Geht eh nicht, wehe dem. Doch, muss sein. Ja, wenn man genau auf den Mitspieler Pokéball werfen will, ist der Pokéball drin. Ist der Pokéball im Spieler drin? Ja, so. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal eine Kiste. Da tun wir einfach mal ein bisschen was an Crap rein. Das Zeug. Crap? Achso, du hast ja immer nur Crap. Das da. Das sollte. Ja, das ist eigentlich okay. 11 Stück von den. Nein, Creeper, nein. Explodier da. Ja. Explodier. Töte. Schon explodiert. Oh, da ist ein Pumpkin. Hä, bin ich wieder. Ich bin zurück zum Spawnpoint geflogen. Schön. Toll. Ich wollte Pumpkin abbauen, aber wurde zurück zum Spawn gebaut. Oh ja, wir müssen die Abmoderation machen. Und das war's auch schon von dieser Folge. Mein Playmods.
Leute, auf meinem Kanal mit mir sofort und dem King Young Manuel. Bis dahin, haut noch rein und tschüss.